stehen hier im Gemüsegarten Pfalz auf einem Kartoffelacker in der Nähe von Frankenthal. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht über die Dämme stolpere. Ja, das Wetter heute ist ideal. Es ist sonnig, ein bisschen schwül, okay. Und es kann auch sein, dass noch ein Gewitter dazukommt. Das wollen wir nicht hoffen, weil die Bauern, die hatten schon viel, viel zu viel nass in diesem Sommer für die Ernte. Wir schauen erstmal auf die Nachtkarte, wie es denn heute Nacht aussieht. Ob da vielleicht noch ein bisschen Wasser von oben dazukommt, was wir uns nicht wünschen. An Saar und Mosel bringt die Nacht Regen und Gewitter. Und auch die Südpfalz wird nicht von Gewittern verschont. In Annweiler werden die Gewitter von Nebel abgelöst. In den anderen Landesteilen bleibt es nass oder bewölkt. Von einer lauen Sommernacht kann bei 12 bis 15 Grad keine Rede sein. Ziemlich wackelige Angelegenheit ist es hier oben auf der Kartoffelvollerntemaschine. Aber es macht auch Spaß und es ist vor allem unheimlich interessant. Der Herr Beil, der freut sich heute übers Wetter. Na, Herr Beil, heute sind Sie also wirklich zufrieden. Aber es waren andere Tage schon da. Ja. Was war das Problem? Ja, der viele Regen, starker Regen, der uns dann wieder ausbremst bei der Ernte. Ja. Und da müssen was wir immer da. Was passiert dann, wenn es so viel regnet? Ja, wir können nicht fahren mit der Maschine, wir können nicht ernten. Ja. Und da müssen wir halt immer wieder warten, bis es abgetrocknet ist. Und jetzt heute sind die Kartoffeln aber trotzdem auch ziemlich dreckig, ne? Ja, das sieht man dann hier. Da muss man die Kartoffeln auch abreiben. Die werden zwar noch mal gewaschen beim Händler, das sehen Sie nachher auch gleich. Aber trotzdem, der grobe Dreck, den müssen wir abreiben. Ne? Ja. Und warum warten Sie nicht einfach mit der Ernte, bis das Wetter optimal ist? Es ist sowieso schon zu spät dieses Jahr. Das sieht man daran, dass die Kartoffeln schon wieder austreiben und wieder keimen. Ah. Ja. Das heißt, Unkraut. Schädlinge, die kommen jetzt auch ab August, ne? Ziemlich pünktlich jedes Jahr. Das ist also für uns als Biolandbetrieb, wir können da wenig dagegen unternehmen. Wo müssen wir gucken, dass wir die aus der Erde rausholen. Ne? Ja, na dann mal los. Vielen Dank, Herr Beil. Ja. Hier bei der Firma Wüst in Lamsheim, da liefern die Bauern aus der ganzen Umgebung ihre frisch geernteten Kartoffeln ab. Und die werden dann hier abgepackt und vermarktet. So sehen die Kartoffeln aus, wenn sie frisch aus der Kartoffelwaschmaschine rauskommen. Hier sieht man auch schön den Unterschied, die dreckige und die saubere. Jetzt frage ich mich natürlich, ob der Herr Wüst es auch gut findet, wenn es regnet draußen. Weil es könnte ja sein, wenn es viel regnet, kommt die Kartoffel schon sauber bei Ihnen an, oder ist es nicht so? Nein, es ist genau andersrum. Also wenn es viel regnet, kommt die Kartoffel hier relativ schmutzig an. Und der Prozess über den Erdsortierer, über die Waschmaschine und den Polierer, es ist doch wesentlich ein längerer, zeitintensiverer Prozess, wie das bei normaler Ernte der Fall wäre. Das heißt, Ihnen ist trockenes Wetter auch lieber, genau wie dem Herrn Beil und den anderen Bauern? Absolut, ja. Dankeschön. Dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Tagen wird. Unsere Regionalkarten, das Wetter in Rheinland-Pfalz. Im Norden startet der Tag heiter. Im Westerwald und in Mainz gibt es Sonne und Wolken. Am Nachmittag verziehen sich die Wolken. Nur im Westerwald wird es Regenschauer geben. Die Temperaturen bleiben bei 20 Grad. Nur am Rhein wird es mit 24 Grad dann doch angenehm. Auch im Süden startet der Tag heiter. Am Nachmittag zeigt das Wetter, was es diesen Sommer so drauf hat. Schauer bei Kusel und in Dahn kommt die Sonne raus. Zwischen 23 und 25 Grad kann man nicht meckern. Auch in Hunsrück und Eifel geht es heiter weiter. Nur an der Mosel wird die Sonne von leichtem Nebel verschleiert. Am Nachmittag bleibt es im Hunsrück heiter, egal ob in Schwaich oder Prüm. Es kommen leichte Wolken dazu. Am Mittwoch scheint zunächst überall die Sonne. Es wird ein kurzes Vergnügen, denn ab Mittag ziehen von der Eifel Schauer auf. In den anderen Landesteilen überwiegt Sonne mit Wolken. Der Donnerstag startet bis auf den Westerwald überall bewölkt. Aber am Nachmittag wird es überall im Land im wahrsten Sinne des Wortes schaurig. Nur Rheinhessen bleibt verschont. Immerhin bleiben die Temperaturen mit 22 bis 25 Grad sommerlich. Das ist fast wie Ostereier suchen. Macht auch Spaß, aber ist total mühsam. Na ja, gut, ich will auch nicht in Konkurrenz treten mit dieser Riesenerntemaschine da hinten. Die schafft in 2 Stunden 10 Tonnen Kartoffeln, aber die findet auch nicht solche Herzchen wie ich hier.